Hallihallo Leute, willkommen zu einer ganz besonderen Folge und zwar zur 200. Folge hier aus unserem Minecraft-Freizeitpark, dem Rotsteinpark mit und vom lieben The NoCraft. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge und zwar zur 200. Folge hier aus unserem Minecraft-Freizeitpark. Ich freue mich. Hallo. Ich freue mich. Ihr seht, das Gut. Chaos beginnt wie eh und je. Die 200. Folge macht da keine Ausnahme. Wir wollen heute einmal den kompletten Rotsteinpark zeigen. Alle Fahrgeschäfte fahren ganz exklusiv, auch mit der Musik unseres neuen Fahrgeschäftes. Das heißt, wir werden jetzt hier eine schöne, lange Special-Folge haben, wo wir euch einmal alles zeigen, was wir hier in den Du versprichst Dinge, die du nicht halten kannst, Jadus. Die Musik ist noch gar nicht im Spiel eingebaut. Okay. Aber wir können es nachher mal abspielen. Du kannst sie mal abspielen. Oder noch besser. Okay. Noch besser, liebe Zuschauer. Ja. Jadus wird für euch exklusiv die Musik im Schnittprogramm drauflegen. Okay, das machen wir so. Und ich vergesse es bestimmt. Wenn ihr es vergessen habt, wisst ihr, was du tunst. Okay, Josef. Also, was ist der Freizeitpark? Wir haben hier im vergangenen letzten anderthalb Jahren, glaube ich mittlerweile, hier einen riesengroßen Freizeitpark in Minecraft gebaut. Das alles ist Vanilla Minecraft. Das heißt, es funktioniert alles ohne Mods, aber dafür mit sehr, sehr vielen Command-Blöcken. Und all das, was ihr hier gebaut seht, ist durch unsere Hand geschehen. Und wie gesagt, Redstone-Technik, Command-Blöcke sind hier das Mittel der Wahl. Und damit haben wir den Park hier geschaffen. Hier also, hinten, das ist ja eigentlich nicht ganz richtig, ne? Nein, ist es nicht? Nö. Also mir war, also ich weiß ja nicht, wie du Minecraft spielst, aber ich spiele Minecraft und mit den Fingern auf der Tastatur. Was? Kaum zu glauben, aber wahr. So, Josef, lad dir mal so 60 Minuten auf. Ich glaube, so viel können wir machen. Und wie ihr seht, haben wir hier für den Park ein ausgeklügeltes Passsystem, was die Dauer angibt, wie lange man in dem Park die Fahrgeschäfte fahren kann. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann war es das mit den Parkfahrten. Man kann noch rumlaufen, aber keine Fahrgeschäfte mehr nutzen. Josef, willst du mal losgehen und sagen, was wir hier beim Starthäuschen Besonderes haben, was die Zuschauer hier erwartet? Okay, meine Damen und Herren, euch erwartet hier einmal an dieser Stelle Spruce Lock. Der Spruce Lock förmt sich hier nach oben. Wir haben Spruce Stairs. Die Spruce Stairs sind verbunden mit dem Dach, das aus Spruce Slabs besteht. Ihr seht schon, einmal mit Profis arbeiten. Los geht's. So. Kommen Sie rein, hören Sie rein. Genau, es gibt auch immer was Spannendes hier auf die Ohren. Ja, willkommen im Rotsteinpark. Das ist unser Freizeitpark. Und wenn ihr hier reinlauft, hört ihr eine ganz melodische, sich selbst aufbauende Melodie, die euch hier im Park willkommen heißt. Hier vorne sind wir jetzt auf dem großen Plateau angekommen, wo sich viele Sachen noch im Bau befinden, aber auch einiges funktioniert. Und wir starten jetzt erstmal hier mit dem großen Fahrgeschäft. Und zwar ist das eine Attraktion, die so im mittleren Bauprozess hinzugekommen ist. Und zwar ist das die wilde Wildwasserbahn, Josef, ne? Ihr seht schon. Die Wildwasserbahn mit Custom Models und mega geil. Ihr seht schon, wir haben hier sehr, sehr coole, schicke Baumstämme am Start. Vielleicht kennt ihr das auch, der Josef ist schon vorgefahren. Die nächste Fahrt beginnt in 20 Sekunden und wir können uns schon mal den Regenmantel anziehen. Der Josef kann sich gleich da hinstellen, um unten nass zu werden. Und dann geht es für uns gleich hier mit der wilden Fahrt los und zwar mit der Wildwasserbahn. Josef, ich glaube, das war ein Projekt, wo wir relativ lange dran gesessen haben und ist auch, glaube ich, einer meiner Meinung nach der schönsten Attraktionen, die im Gesamtpaket gut dasteht, oder? Es ist eine wundervolle Attraktion, aber wir haben auch viele weitere Attraktionen. Ich könnte mich gar nicht darauf festlegen, zu sagen, welches nun die beste Attraktion ist. Das ist nicht so leicht. Das können ja vielleicht die Zuschauer entscheiden. Die können ja einfach mal in die Kommentare schreiben, was so ihr Favorite ist, was die unbedingt fahren würden. Einige hatten sicherlich die Möglichkeit gehabt, mit dem Download hier schon mal zu spielen. Und jetzt geht sie erstmal bei der wilden Fahrt entlang und wir schippern hier durch unser schönes Wassersystem. Man hört auch im Hintergrund die Soundkulisse, was auch ganz cool ist beim Freizeitpark, dass wir so eine Custom-Soundkulisse haben, die wir selbst aufgenommen haben. Also das ist ziemlich nice. Ja, da war der Josef tatsächlich im Wald unterwegs, hat hier verschiedene Geräusche aufgenommen und die hört ihr jetzt hier im Hintergrund bei uns. Und die stellen so ein bisschen einfach das Lebendige des Parks dar. Und ihr seht, hier geht's jetzt runter. Oh, es wird steil. Zck, da wird ein Foto von einem gemacht und dann hat man hier schon den ersten
großen Fall nach unten geschafft, während es dann hier direkt gleich weiter nach oben geht. Kleine Frösche sind da. Ihr seht, ringsherum ist alles begrünt. Wir haben uns bei den Fahrgeschäften vom Design echt viel Mühe gegeben, Josef, muss ich sagen. Also ja. Mir gefällt es immer noch gut, auch jetzt mit ein bisschen zeitlichen Abstand. Und ihr seht schon, wenn man hier durchfährt, ist das schon eine sehr, sehr schöne, entspannte, schicke Sache, die man hier einfach miterleben kann, wenn man mal so im Park und die Atmosphäre auf sich wirken lässt. Josef, stehst du hier unten? Ja, hast du deine 15 Euro parat für das Foto? Nee, die habe ich nicht parat. Ihr seht, hier regnet das Wasser von unserem steilen Weg nach unten. Aber jetzt können wir uns gleich mal ein Foto angucken, denn im Freizeitpark verdient man natürlich das Geld nicht nur mit dem Eingang, mit dem Eintritt, sondern auch mit dem ganzen Leckereien, dem Wasser für 5 Euro. Ja. Und den Fotos. Ich war lange nicht beim Freizeitpark gewesen, da war ich mal in einem Freizeitpark und ja, Janus, ohne Scheiße, ihr habt uns dann Chicken Nuggets und Pommes und ein Getränk bestellt, mein Bruder und ich, für 35 Euro. Ja, dies ist schon ein bisschen teuer und ihr seht, zack, hier könnt ihr sogar ein Foto kaufen von euch und natürlich den ganzen anderen teuren Kram. Wenn ihr draufdrückt, wird das quasi euch angerechnet und ihr müsst das dann irgendwann, ihr haltet dann irgendwann eine Rechnung und dann müssen eure Eltern das bezahlen, dann passt das. Genau, so. Und dann müsst ihr die ganzen Red Bites ausgeben. Gut. Vom großen Plateau, Josef, warte. Natürlich müssen wir das Plateau erst zu Ende machen. Wir fangen mal mit der Seite an und gehen dann mal rechts rum. Ich glaube, Josef möchte sich einen Überblick über die Attraktion verschaffen, höre ich das richtig? Ja, warte, genau. Und, Josef, als erstes, das ist das Wichtigste, wir brauchen einmal... Cheats. Das brauchen wir natürlich nicht. Wir brauchen als erstes einmal einen Ballon, Josef. Was wäre ein Freizeitparkbesuch ohne Ballon? Ein Ballon, Janus. Einer. Nicht 10 Millionen. Ach, Mama, okay. Bitte. Ich möchte bitte einmal hier das Schaf haben. Und so ein Fuchs, der ist so süß. Und so ein Hasen und ein Delfin. Und hier so ein schönen Eisbär. Das will ich alles mitnehmen, so wie der Josef das hat. Oh. Ja, das ist schlimm. Die Ballons sind verloren gegangen. Die zerplatzen nach einer Zeit. Die passen hier gar nicht durch die Tür. Und ihr seht, wenn wir genug Abstand haben oder die Luftballons hier einmal losmachen. Disclaimer, das sind natürlich keine echten Tiere, sind Aufblasmodelle mit kleinen Servomotoren eingebaut. Deshalb bewegen die sich auch so cool, ne? Genau, hier kann man sehen, die Heißluftballons sind da. Und sobald wir die jetzt hier einmal rauslösen, zack, dann schweben sie nach oben und dann explodieren die Ballons. Josef, ich mach mal hier Tag, Time Set Day. Und dann heißt es jetzt mal für uns, eine große Attraktion, um erstmal einen Überblick zu bekommen. Und zwar haben wir hier ein echtes, funktionierendes Riesenrad gebaut, mit dem ihr fahren könnt. Ich glaube, das war auch ein Projekt, Josef. Ja. Da haben wir viel Zeit, viel Zeit reingesteckt. Und rumprobiert, bis das alles klappt. Ursprünglich sollte hier drin noch eine Lichtshow stattfinden. Die ist aktuell nicht eingebaut, da wir einfach den ein oder anderen Leck damit verursacht haben. Aber ihr seht schon, wir können hier eine schöne Runde im Riesenrad drehen, sehen, was wir an Attraktionen haben. Die gute Bergbahn. Die Sommerrodelbahn. Zuschauer, vielleicht ist euch im Video aufgefallen, wir beide haben, glaube ich, zur gleichen Zeit gut gesagt vorhin. Lol, spult mal zurück. Stimmt. Dann sehen wir den Eingangsbereich, hier hinten die anderen Elemente des Parks. Oh, ich glaub, die Aussicht ist wirklich Hammer. Man kriegt hier einiges gut mit und ihr seht schon, wir haben echt alles versucht, in so einem schönen, einheitlichen Stil, aber auch noch abwechselnd zu bauen, sodass wir hier doch was ganz optisch Interessantes haben und hoffentlich auch hier so ein bisschen die Freizeitparkstimmung mit einfangen. Sieht auch cool aus mit der Wildwest-World im Hintergrund, Josef. Die passt da nochmal perfekt rein. Dadurch, dass es auch hier eine eigene, freie Insel ist, drehen wir jetzt mal hier die Runde. Und dann haben wir schon mal hier einen guten Überblick über die Achterbahn und die weiteren kommenden Dinge gesehen. Achtet auf die Details. Genauso wie in den, ganzen Designarbeiten von Janus Details stecken auch Details in der Technik. Zum Beispiel das Riesenrad. Wenn es jetzt hier unten einen Spieler gibt, der aussteigen möchte, bremst es ab. Achtung, und jetzt ist es ein bisschen langsamer geworden, sodass man bequem aussteigen kann. Nur eine kleine Idee, aber es ist ein bisschen langsamer geworden. Ja, also genau wie in echt. Jetzt seht ihr, jetzt wird es wieder ein bisschen beschleunigt, sobald man hier raus ist. Und sobald wir jetzt hier in den Bereich eintauchen, zack, wird es langsamer. Ihr seht es jetzt hier, es ist langsamer. Man kann in Ruhe aussteigen. Und sobald es jetzt hier die Grenze überschritten hat, zack, wird es wieder beschleunigt. Also genauso, wie es auch beim echten Riesenrad ist. Genau, sobald man gar nicht mehr im Riesenrad drin ist, werden die Sachen ausgetauscht, einfach damit wirklich keine Lags entstehen. Wir haben übelst darauf geachtet, Lags zu vermeiden, Leute. Weil die Welt einfach so groß ist, die zieht allein schon durch die große Welt viel Leistung. Und wenn dann noch Techniken dazukommen,
Könnte dann schnell mal kritisch werden. Genau. Dann kurzer Blick, kurzer Spoiler hier runter. Hier ist eins unserer aktuellen Bauprojekte, die wir haben. Wir wollen einen E-Sports-Bereich in Anführungszeichen hier mit reinbauen. Hier gibt es Minispiele wie Basketball, was wir hier entworfen haben. Zack, ihr seht, das Spielfeld baut sich auf. Der Josef kann jetzt hier versuchen, den Ball hier entsprechend in die Körbe zu werfen. Hier vorne soll es noch ein Eishockey-Game geben. Das sind so kleine Minispiele, die ihr zukünftig im Park spielen könnt. Hier ist die Idee, dass man natürlich nur den Ball haben kann, wenn man damit nur laufen kann, wenn der Ball gerade sozusagen nicht in der Hand ist. Aber das ist ein Bereich, der zukünftig bei uns noch ganz oben mit auf der Liste steht. Gut, Josef, dann laufen wir jetzt mal hier den Weg entlang. Wohin geht's? Genau dort runter. Es gibt hier rechts einen kleinen Piratenspielplatz, der immer noch im Bau ist. Der wird irgendwann bestimmt fertiggestellt, aber es symbolisiert auch, dass das Projekt immer noch im Bau ist und es noch dauern wird, bis es fertig ist. Runtergegangen zu unserem Dolphin Ride. Warte, Josef, wir schauen uns das hier nochmal an. Nicht wundern. Wenn wir das dem Tempo machen, werden wir im nächsten Jahr nicht fertig sein. Das ist das Problem, der Freizeitpark ist zu groß geworden. Ja, wir fahren einmal kurz durch und dann fliegen wir einmal rüber. Das ist, müsst ihr wissen, ist der Kinderspielplatzbereich so ein bisschen hier mit dem Kroko, der hier entstanden ist. Sehr, sehr schön. Viele Spielereien, Jump'n'Runs, die man machen kann. Hier so ein schönes Wikingerhaus. Ja, die Köpfe sind eigentlich Steine, die müssen wir nochmal austauschen. Aber ihr seht schon, hier kann man sehr, sehr viel Spaß auch in der Hüpfburg haben und so hier im Freizeitpark hoffentlich viele, viele schöne Stunden verbringen und hier die Zeit nutzen. Josef, bevor wir beim Dolphin Ride sind, fehlt natürlich noch eine Attraktion, die auf dem Weg ist. Und zwar ist das unser allererstes Spiel hier im Freizeitpark, was wir gebaut haben, was noch übrig geblieben ist. Wollen wir trotzdem erst die Dolphin, ich bin gerade auf dem Dolphin Ride drauf, damit man es einmal gesehen hat. Dann nutzen wir es mal. Ihr seht, wir haben hier überall immer schöne Gänge angelegt, dass es schick aussieht. Hier unten drunter, da sieht man den Josef schon, gehen wir mal hier durch unser Aquarium durch. Und jetzt das sieht bestimmt cool aus. Können wir hier zack reingehen. Und zwar haben wir hier so eine ganz kleine, lustige Attraktion, und zwar den Dolphin Ride. Man kann hier auch natürlich keine echten Tiere auf dem Delfin reiten. Und wenn man möchte, hier mit dem Hoch- und Runterhüpfen. Ich glaube, Josef, wie viele Runden sind es? 3 oder 4? Die man hier fahren kann. Also hier so ein kleines, lustiges Fahrgeschäft, wie man das eventuell auch aus anderen Parks kennt, wo man selber mit so einem Steuerhebel dann das Flugzeug oder was auch immer das ist, hier hoch und runter fahren kann. Fahren tun wir das jetzt selber nicht, Josef. Wir gehen jetzt mal hier rum. Wir gehen jetzt mal zu Break the Ice. Oh mein, wir zeigen den Weg. Okay, pass auf. Genau. Dann wird das heute aber ein langes Video, Leute. Ne? Ja, stellt euch drauf ein. Das ist ja auch die 200. Folge, Special hier. Okay. Genau, dann gehen wir hier zum nächsten Spiel, und zwar ist das hier Breaking Ice, ein sehr, sehr cooles Spiel. Wie funktioniert das, Josef? Überleben. Nichts machen, einfach hüpfen, also ganz einfaches Game, und zwar ab jetzt fängt an, das Eis zu schmelzen und während das Wasserfeld hat verloren. Ja, ihr seht schon, das Eis schmilzt unter den Füßen, man muss hier flott unterwegs sein, je nachdem, wie man drauf ist, kann man, fliegt er hier einfach rum, der Bursche. Ja. Kann man hier relativ lange überleben. Ja. Oh, ja. GG. Josef hat gewonnen. Und hier gibt es dann halt noch so ein paar schicke Zuschauertribünen, die mit in die Bereiche hier integriert sind, sodass das alles optisch ganz gut passt. Wir würden jetzt hier theoretisch dann unten weiterlaufen, Josef, und kommen hier durch den Tunnel, in Richtung, den Bereich. Ersten Pausenort. Wir werden hier nochmal so ein kleines, eine kleine Blockhütte machen, so ein paar Stühle, Restaurant aufstellen. Wir haben uns noch gar nicht mit Gastronomie im Kreiserpark beschäftigt, aber das wenig, kann nochmal ganz cool gemacht werden. Nö, noch überhaupt, also kaum. Genau. Aber es wird Gastronomie noch geben, also kommt noch was. Genau, hier haben wir schon mal ein bisschen was aufgebaut, eingerichtet. Da wird auf jeden Fall nochmal eine Menge Arbeit und Zeit reinfließen, dass wir hier auch was Schickes sozusagen an Essensständen aufbauen können. Und wir können jetzt hier mit dem Aufzug. Ach du, der Aufzug, ich gehe zu Fuß. In den wichtigsten Bereich reinfahren. Klick auf die Plattform, und zwar ist das hier, der Josef läuft hier den Weg runter. Unser super, 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 super cooler Arcade-Bereich, wo wir eine Menge an Spielen gebaut haben, die noch nicht ganz fertig sind, teilweise aber auch hier gut funktionieren. Und ihr seht schon, wenn wir uns den Stil hier einmal angucken, Josef, Arcade heißt Arcade, ne? Arcade heißt Arcade, genau. So, da ist auch tatsächlich Arcade-Musik. Wenn Janus es nicht vergisst, im Schnittprogramm drüber zu legen, müsstet ihr die jetzt auch hören können. Genau, ich versuche die einzublenden. Die haben wir vom lieben Kaysan, der ist verlinkt, hier bekommen. Mhm. Und ihr seht, wir haben hier so Spielereien wie vom, Wir haben drei Musikstücke. Und zwar Arcade, wir haben Race-Musik und wir haben, die Wildwest-Musik. Genau, die Wildwester-Musik. Das ist jetzt gerade die Arcade-Musik. Wir können im Moment einmal still sein und einmal hinhören, Janus, dass die Leute mal so ein bisschen die hören können. Okay, dann sind wir mal ganz, ganz leise.
So, ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen von dem Lied, ne? Genau, ihr hört es jetzt auch hier im Hintergrund in der Atmosphäre so ein wenig, dass wir das haben. Josef, wir haben aktuell 3 Spiele hier angeschlossen. Zukünftig sollen noch welche hinzukommen. Wir haben ja so ein bisschen Pac-Man-Design, Space Invader-Design mit hinzugenommen. Und jetzt sind hier, ihr seht schon an den Linien, bei unserem coolen, schicken Tron-Game. Ja, und hier, witzigerweise, steht auch Gewinner Kason. Lustig. Stimmt, der hat gibt es nochmal ein Lied von ihm, und zwar das Race-Gale, die Race-Musik von ihm. Ja. Die dauert zwar nur 37 Sekunden, aber die werden wir auch einmal drauflegen, damit man einen Eindruck bekommt. Das heißt, wenn das Spiel jetzt startet, Janus, auch wieder einmal ruhig sein, damit wir das einmal hören können. Ja. Und an den zukünftigen Janus im Schnittprogramm, Musik in 3, 2, 1, jetzt. Seht schon, 3, 2, 1. Das Spiel funktioniert so, dass man dem Gegner hier möglichst die Bahn abschneidet und nicht in seine eigenen Bahnen reinfährt, um hier möglichst lange zu überleben. Kann man in 3 Geschwindigkeitsstufen spielen. Und jetzt haben Josef und ich hier schon relativ gut dicht gemacht. Jetzt müssen wir mal gucken, wer am längsten mit seinem verbliebenen Platz hier haushalten kann, ohne hier drauf zu gehen. Das Lied ist jetzt an dieser Stelle schon zu Ende. Also das war jetzt der Eindruck vom Lied und Joe hat jetzt einfach mal schlecht gespielt. Bist du schon raus? Ja. Okay, er hat sich selbst den Weg abgeschnitten. Aber ihr seht, man kann es bis zu 4 Leuten spielen und hat damit eine Menge an Spaß. Josef, krass, dann lass uns mal einmal einen kleinen Blick. Sneak Peek, genau. Auf rechts sehen wir einen Autoscooter, ist noch im Bau. Alles ist noch im Bau, aber wir werden ganz langsam weitermachen, Leute. Ein Häppchen, eins nach dem anderen. Und das hier ist ein Game, was aktuell nicht läuft, aber ich warte auf die 1.17. Genau. Ich glaube, dass in 1.17 hoffentlich diese Bugs wieder behoben werden. Aber wir können die Startroutine mal ausführen, Janus, damit man es einmal sieht. Du kannst dich nicht ins Boot reinsetzen, okay? Ja, machen wir mal. Genau, jetzt könnt ihr es hier auch einmal euch mit anschauen. Zack, die Tore öffnen sich. Da würden jetzt hier die Boote rausfahren, auf die Startposition fahren. Warte mal, das Boot hier entferne ich mal, was hier rumsteht. Und dann könnte man jetzt hier theoretisch mit den 5 Minecarts, die hier, beziehungsweise mit den Booten, die hier stehen, das Rennen fahren. Ich sehe gerade noch, wir haben ein bisschen Kram noch rumliegen. Josef, wollen wir einmal eine Runde fahren? Ja, komm, lass uns die vordersten Boote setzen. Ich weiß nicht, ob das... Warte, die müssen wir, glaube ich... wir müssen sie einmal kaputt hauen und wieder hinsetzen. Ja, ich muss mir einmal kurz hier Night Vision geben, damit wir gut vorankommen. Zack, und dann lass uns mal 2 Boote hier reinsetzen. Und dann fahren wir das Rennen mal. 5. Oh, ich sollte nicht 4, im gleichen Boot mit Josef sitzen. 3. 2, 1, go! Der Josef, ihr müsst wissen, der ist hier schon Profi, was hier die ganzen Bootrennen angeht. Ah, Josef, wo bist du? Nein! Der fliegt. Janus, Fallout? Der fliegt hier über die Strecke. Oh Gott, no way. Oh Gott, spiel ich heute schlecht. Kennst du die Abkürzung? Welche Abkürzung? Ja, mit dem Pisten kannst du über die Strecke hüpfen. Oh! Oh mein Gott, ja, das ist ein richtiges Rennen hier. Oh Gott, jetzt spiel ich hier. Ja, ihr seht schon hier. Spannende Welt, schön, alles acig. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das ist, glaube ich, mit dem Wild-West-Game, was ihr zum Schluss seht, wo man eine Menge Skill braucht, um das hier zu schaffen. Nicht nur das, es gibt auch mehr Games, wo es Skill braucht. Und zwar bei unserem Jump-Run-Ding und bei unserem Temple-Run, den wir natürlich uns nachher auch mal angucken werden. Ja. Wir haben einen Temple-Run hier drin. Ja, das stimmt. So, ich glaube, die Runde gewinnst du mal, ne? Ja, oder? Ich weiß nicht, außer du machst jetzt hier noch einen guten Drift. Ja, nee, sieht schlecht aus. Ich bin am Honigflash stecken geblieben. Okay. Ja, aber jetzt hier, ihr seht's, zack, 3 Runden wird es dann wahrscheinlich geben, die man hier fahren kann. Auch sehr, sehr lustiges Game. Ja, genau, müssen wir gucken. Und dann schauen wir mal. Ja, das ist im Grunde genommen hier der Arcade-Bereich gewesen. Da kommen nochmal sicherlich die ein oder anderen Spiele mit hinzu. Wenn wir jetzt hier oben sind, geht's zur Rechten. Da gucken wir gleich drauf, Josef. Ich würde sagen, wir machen erst den hinteren Bereich. Okay. In die wilde Bergbahn rein. Also die erste wirklich klassische Achterbahn, wie wir die kennen. Oder wollen wir sie jetzt fahren, Josef? Ja, lass uns jetzt fahren. Okay, gut. Dann steige ich mal ein. Die Fahrt ist bereit. Der Josef wartet. Ich muss noch warten. Genau. Und ihr seht, wir haben hier auch sehr, sehr viele spannende individuelle Elemente eingebaut, wie hier, dass die Strecke hinter einem abbricht, sodass wir hier optisch auch einen spannenden Thrill haben, durch die Minen durchfahren, so ein bisschen hier so eine Geschichte von der kleinen wilden Bergbahn erzählen, hier dann klack, 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 nach oben befördert werden und letzten Endes dann hier auf unser Custom-Biom schauen. Ich erinnere mich noch dran, das war das Special, Josef, der 100. Folge, als ich das hier fertiggestellt habe.
das ist jetzt schon 100 Folgen her, wenn man sich das überlegt. Da haben wir hier ein komplettes Custom-Biom gebaut, was nur für unser ja, verwunschenes Gebiet hier sozusagen ist, was wir hier custom designt haben. Das war echt, echt viel. Da hatte ich sehr viele Stunden hier in das Biom reingesteckt, was ihr jetzt hier von oben seht. Was einfach so ein bisschen pilzig, kaputt, giftig aussieht. Und dafür hatte der Josef auch noch netterweise einige coole technische Sachen mit eingebaut. Jetzt haben wir hier den Lava-Vulkan, der hier nach oben rausschießt. Oh, gefällt mir immer noch sehr gut, muss ich sagen, Josef, wenn wir hier durchfahren. Also tatsächlich, die Achterbahn macht wirklich Spaß, so wie sie jetzt läuft. Also auch mit den Elementen, die wir eingebaut haben. Ja. Minecraft bietet uns dort nicht so ganz viel, aber mit Command-Blöcken kann man ein bisschen was machen. Oh ja, auch die Lava-Fontäne, hier auch gerade bei dir die Strecke, die vor dir abstürzt. Ja, schon. Cool gemacht. Schon sehr, sehr schick, muss ich sagen. Jetzt auch so mit ein paar Tagen Abstand gefällt mir das echt immer noch mega, mega, mega gut, muss ich sagen. So, da kommt der Josef jetzt hier entlang gerauscht. Zack. Und dann kommt er hier aus dem Gebäude raus. Und ihr seht, hier haben wir auch wieder so einen kleinen Pausebereich mit Essen, Tränkeständen eingebaut. Hier vorne sieht man auf die nächste Attraktion. Und hier haben wir theoretisch noch einen Bereich, Josef, den gehen wir mal hier entlang, wo man über die giftigen Sachen gehen muss. Und sobald man hier den Bereich verlässt. Da haben wir ausgeschaltet, weil da war die Berechnung noch nicht ganz richtig. Man hat hier überall Schwindel bekommen. Genau, kann man hier so einen Schwindel bekommen, wenn man hier den Pfad verlässt. Und wir schauen jetzt mal hier rein in den Floor is Lava Game. Das ist ein interaktives Game, was wir mit ganz, ganz vielen anderen YouTubern gebaut haben. Das Got Down. Das können wir nicht zeigen, weil ich da gerade wegen der Musik und so dran war. Ja, das Tutorial geht auch nicht. Es steigt Lava. Ja, wir können gucken. Also kannst mal reingehen, aber das wird nichts abgespielt an Musik. Wir schauen mal, genau. Also eigentlich haben wir hier eine ziemlich coole Geschichte mit individuellen Soundaufnahmen aufgenommen. Mhm. Man ist hier sozusagen auf der Erkundung dieses Minenschachtes. Das ist hier so ein riesiger Tower, den wir gebaut haben, den man runterfahren kann. Hier kommt jetzt eine lustige Geschichte, wird hier eigentlich erzählt. Zack. Man fällt nach unten. Der Boden ist kaputt. Und hier haben wir jetzt eine Stage geladen, die man nach Jump'n'Run nach oben machen muss. Wen haben wir denn bisher als Gast eingeladen, Josef, der hier eine Stage gebaut hat? Kroko. Ja, genau. Kroko, RGB und Spark haben aktuell schon Stages gebaut hier. Also siehst du jetzt quasi, Lava steigt. Und wenn du in Lava reinstürzt, hört man schlecht von Janus. Genau, das werden wir gleich hören. Ich werde es auch mal gleich nochmal machen zum Schluss. Man muss hier, wie gesagt, verschiedene Rätsel lösen. Die Maps sind sehr, sehr, sehr unterschiedlich gebaut. Und theoretisch ist das Ziel, dass man hier einmal bis nach oben läuft und durchkommt. Das machen wir jetzt mal. Zack. Da kommt hier normalerweise eine Musik, die ist jetzt nicht aktiv. Und dann hat man hier ein kleines Feuerwerk, wo man sich als Sieger feiern lassen kann. Gut. Und da killen lassen kann, insbesondere wenn man im Survival ist. Hier kann man jetzt noch eine Scoreboard hinbauen, das ist auch noch ein bisschen Arbeit. Und ihr seht noch, hier können noch ganz, ganz viele andere Kandidaten mit hinzukommen, die sich hier im Park verewigen wollen. Josef, ich glaube, wir haben gerade lecker gegessen. Ich glaube, wir wollen das alles mal wieder nach oben befördern, oder nicht? Ja, natürlich. Die schnelle Möglichkeit, wenn man mal kotzen muss, ist dieser Ride. Genau, das ist der gute Pilz-Ride, den wir hier haben. Ihr kennt es vielleicht, Breakdance heißt es vielleicht bei dem einen oder anderen bei euch auf dem Jahrmarkt, auf der Kirmes. Wie auch immer das bei euch hier heißt oder im Freizeitpark, das ist ein Karussell, was sich so selbst um die Achsen dreht. Oh Gott, boah, beim Zugucken wird mir schon schlimm. Sehr coole Technik, die wir hier verwendet haben, die ist dann auch in einige anderen Stellen im Park mit eingeflossen. Und wir haben hier eine ganze Menge Arbeit reingesteckt und ihr seht, das Teil wird schneller und schneller. Läuft natürlich jetzt je nachdem flüssig, wie gut der Server jetzt gerade hier auch performt. Aber deswegen sind tatsächlich diese Internet-Ping-Ticks und so hatten wir leider vorhin auch. Ja. Minecraft ist in letzter Zeit auch ein bisschen strange. Genau, normalerweise, wenn ihr es bei euch im Singleplayer spielt, ist es sehr flüchtig und zum Schluss, je schneller es wird, seht ihr, wird einem schwindeliger. Und irgendwann ist die Fahrt zu wild und man kann das ganze teure, gekaufte Chicken McNuggets direkt einmal wiederverwerten. Und ja, genau. Es ist ja, es ist extra, dafür haben wir auch diese Gitter im Boden, das wird quasi aufgesaugt und dann wieder zurückverwertet in neue Schicksal. So. Okay, weiter geht's. Josef, so ungefähr. Hier hinten gehen wir gleich hin. Das ist noch ein cooles Spiel, was wir gebaut haben. Aber lass uns mal den hinteren Part gehen. Das ist auch der alte Park vom der alte Teil vom Freizeitpark, wo wir sozusagen angefangen haben. Wir haben als erstes hier ein Karussellride mit einer schönen, wirklichen Musik hier. Vor allem der echten Musik. Wer weiß und wer die Folgen guckt, der kann ja mal schreiben, warum diese Musik für uns so eine wichtige Bedeutung hat. Wir spoilern es jetzt hier mal nicht. Genau, also schönes,
Schönes Kinderkarussell. Jetzt haben wir alle wieder den bösen Ohrwurm. Hier vorne könnte man wieder in das Biom reingehen. Und jetzt haben wir hier einige andere besondere coole Fahrgeschäfte. Josef, erst für Kids? Erst für Kids. Genau. Und zwar haben wir hier einen schönen... Jetzt spiele ich mal Monty Maulwurf und dann tauschen wir gleich. Ja, einen schönen Ponyride. Hier kann man dann auf dem Pferd entlang gehen. Hier, zack, eine Ampel. Wir müssen warten, bis hier theoretisch das andere Pferd durchgefahren ist. Und jetzt geht's hier einmal drum um das ganze Geschäft. Und da seht ihr das nächste Fahrtpferd, was losfährt. Und dann kann man sich hier schön entspannt mit den Kids durchfahren lassen. Und dann haben wir hier so ein ganz klassisches Element im Freizeitpark, was man in vielen findet, wo man dann hier mit durchfahren kann. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was euer Lieblingsfahrgeschäft ist, was ihr so reinschreibt, was euch am besten gefallen hat hier. Und wir sind mal ausgestiegen und gehen jetzt mal Richtung Josef, denn er hat hier ein sehr, sehr cooles Minispiel gebaut auf der Idee eines Zuschauers. Und zwar ist das der Montys Tunnelchaos. Ich weiß nicht, gibt es da noch einen anderen Namen für? Wahrscheinlich, ne? Nee, das glaube ich, das würde ich auch den finalen Namen nehmen. Okay. Oh, dieses Game ist verrückt werden. Okay, einmal aussteigen bitte, dann kannst du beginnen. Genau, also das Ziel ist recht einfach. Man muss hier die Maulwürfe auf den Kopf treffen und je mehr man sozusagen jetzt hiervon trifft, desto mehr Punkte kriegt man. Und ihr müsst sehen, das ist schon der leichte Modus. Das ist schon sehr, sehr schwer, die Viecher hier zu treffen. Und dann kann man hier, wie gesagt, einen Rekord aufstellen innerhalb von 60 Sekunden. Und so möglichst viele Punkte zu bekommen. Das heißt, der Park hat nicht nur Freizeitattraktionen, sondern auch viele Geschäfte. Hier unten sehen wir es. Wir lassen hier Villager mit den Teilen auf dem Kopf hoch und runter fahren und bauen so hier die Attraktion auf. Gut, Josef, dann komm mal mit. Dann gehen wir mal. Okay, dann komm mal mit. Wir haben noch was, Janus. Und zwar etwas, was so ein bisschen tatsächlich aus dem Augenschein verloren worden ist. Aber das müssen wir auch noch mal machen, was mir gerade eingefallen ist. Ja, was? Janus, was, ja? Man munkelt, ja, dass es hier ein Häuschen gibt. Ich sehe es, glaube ich, das sieht so zuckersüß aus. Wollen wir mal da reingucken? Ja, wollen wir mal da reingucken? Ja, komm, wir schauen mal da rein. Okay. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Was haben wir hier? Ist das etwa ein Lebkuchenhäuschen? Okay. Spannend. Was ist denn hier drin? Hänsel, Gretel, seid ihr es? Ach ja! Nein, doch jemand anderes. Na, siehst du, das hast du jetzt davon, dass du hier durch den Wald irrst. Vielleicht findest du aber ins Theater in der Redstone-Burg. Dort werde ich dich erwarten und eine ganz großartige Geschichte erzählen. Ja, Was? Ein kleiner Teaser. Und wer hat erkannt, wer es ist? Na? Tja, das werdet ihr später sehen. Da gibt es noch was wohl in der Redstone-Burg, die ihr hier an der Stelle noch nicht kennengelernt habt. So, dann lasst uns mal hier rüber gehen. Das ist jetzt noch ein Freefall Tower. Der ist jetzt erstmal in so einer Zwischenversion. Können wir einmal zeigen. Dann können wir nämlich von da direkt in die nächste Attraktion rein. Hier so ein bisschen an die Minecart, Mario Kart Strecke angelehnt. Man fällt hier runter und zack, fällt dann hier von oben vom Freizeitpark entlang. Kann theoretisch hier raufgebounced werden. Hier haben wir nochmal so ein bisschen, zack, was gebaut. Und dann wird man eigentlich normalerweise nach oben teleportiert. Ist noch nicht ganz fertig. War aber eins der ersten Elemente, die wir hier sozusagen mit reingesetzt haben. Ja, Josef, wir haben hier gerade schon gesehen. Eine Custom-Strecke haben wir gebaut. Das sieht aus wie eine Rennstrecke. Oha, ja, Mann. Unser Schweinkart. Auch dafür ist die Musik später von Kazan gedacht. Das wird richtig nice. Schweinkart, also ein Game als der ersten Renngames. Ja. Wir haben leider immer noch diesen blöden Glitch mit der Angel drin. Das heißt, du darfst bitte keinen Rechtsklick machen, wenn kein Inventarplatz bei dir. Also, du hast Items, die du einsetzen kannst, ja? Ja. Und du musst vorsichtig sein. Okay, Schweinkart, so ein bisschen am Mario Kart orientiert. Neues Rennen. Wo war nochmal vorne? Hier, genau, ich glaube mit der Dreierreihe. Wir haben hier Boost-Items, mit denen man schneller wird. Und 4 bzw. 5 Pfeile, mit denen man den Gegner temporär verlangsamen kann. Pass auf, dass du keinen Rechtsklick machst, wenn du kein Item ausgewählt hast. Ja, sonst haben wir hier ein Problem. Das ist ein bisschen die Technik. Ah, der Josef. Ey, jetzt habe ich den Josef aus Versehen geboostet, glaube ich. Dankeschön. Bitte. Kein Ding. So, mal schauen, ob wir den Josef hier erwischen. Ihr seht schon, man kann die Gegner theoretisch auch hier anders erwischen. Oh. Mal gucken, ob wir den Pfeilen vom Josef hier ausweichen können. Da hat er uns erwischt. Jetzt sind wir langsamer. Und hier gibt es dann halt auch so ein paar Elemente, die Pfeile rausschießen.
Und die Strecke ist dynamisch, das heißt, die verändert sich mit der Zeit, wo ihr die Strecke fahrt. Das heißt, jede Runde, die wir jetzt hier im unteren Teil durchfahren, geht es dann weiter. Nicht wundern, das Schweinchen steht hier noch. Technisch musste noch mal ein bisschen was wieder in Angriff genommen werden. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Josef irgendwie noch einfangen können. Ah, das war ein guter Treffer, aber trotzdem, der ist schon sehr, 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 sehr weit weg, der Josef. Mal gucken. Mal gucken, ob wir den noch irgendwie erwischen. Ob er noch nach hinten schießen könnte. Oh, noch ein guter Treffer. Zack, da seht ihr die Strecke. Oh, Janos. Die hier funktioniert. Nein, der Josef. Der macht mich hier langsamer. Man kann die Gegner auch theoretisch hier schlagen. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das wird noch ein spannendes Rennen. Hier kann man also echt viele spannende Sachen erleben. Und vor allem, Josef, mit 5 Leuten kann man ja die Strecke hier fahren. Ja. Was natürlich ultra genial ist. Nein, verschossen. Das war mein letzter. Wenn der Josef jetzt hier keinen fatalen Fahrfehler macht, dann ist er jetzt hier an der Stelle entkommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, mit 5 Leuten hier auf der Strecke, das wird ein ordentliches Geraffel. Und ihr seht, die Strecke hat sich jetzt hier komplett verändert, ist geschmolzen. Wenn man ins Wasser kommt, wird man natürlich entsprechend langsamer. Und Josef, GG, gutes Juhu. Rennen. Gut gemacht, zack, und dann wird hier auch noch entsprechend der Platz mit aufgelistet. Nice, gut gespielt aber, Janus. Ja, es war eine schwere sagen. Runde gegen dich, also. GG. Okay. Achso, falscher Exit, Exit ist rechts. Dann lassen wir weitergehen, und zwar zu einem Spiel, was Janus besonders mal gerne spielt, und zwar das hier. Die Schatzinsel. Sehr, sehr cooles Spiel, ein bisschen glücksbasiert. Und zwar geht es hier darum, dass man einen Schatz zufällig, eine Kiste finden muss, die hier zufällig im Sand vergraben ist. Wir kriegen jetzt hier, wie gesagt, die entsprechende Schaufel mit dem Boost. Und können jetzt hier, Josef, mal schauen, ob wir es finden. Ihr müsst es nicht, Josef. Schatzkiste. Der Josef ist immer hier gut dabei. Das ist auf Ebene 3 gewesen, ne? Ebene 4. Okay. Also die Kiste ist auf Ebene 4 und du solltest halt auf Ebene 3 abbauen, damit du die Chance hast, die zu finden. Genau, die ist hier irgendwo. Yes! Die ist so genau. Na, Spaß. So meinst du? Oh! Ah! Okay, nochmal, komm. Okay, eine Runde spielen wir noch immer. Ein sehr, sehr lustiges Spiel, wo man hier gegeneinander antreten kann. Das kann man auch mit sehr, sehr vielen Spielern spielen. Das haben wir schon bei all unseren Special Events festgestellt. Ist echt immer eine schöne. Immer wieder Spaß. Schöne Sache, die man hier auf jeden Fall machen kann, und wir haben hier einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß, wenn wir hier durchrasen und hier die Spiele gegeneinander spielen und gucken, wer bei uns hier beim Best of Three dann mit vorne liegt. So, mal gucken, finden wir die Kiste oder nicht? Ist der Josef heute schneller? Die kann, wie gesagt, überall sein, man kann direkt mit dem ersten Block Glück haben, man kann auch einfach Pech haben, so wie es jetzt anscheinend aussieht. Der, die sie zuerst öffnet, also ich. Boah, Janus, Glückslinie, okay. Gewinnt hier. Gut gemacht. Dann haben wir noch ein Fahrgeschäft, Josef, hier, was nicht ganz fertig ist. Nee, also es fehlt noch ein Exit für das Fahrgeschäft. Aber ja, können wir ihm kurz zumindest gesagt haben. Es ist ein. Ja. Später soll man hier die Schlucht runterfahren mit dem Boot. Da wird es quasi nochmal einen Rückzug geben, aber. Genau, das ist die Wildwasserbahn. Die ist noch nicht ganz fertig. Wir haben hier überall nochmal so Essenplateaus mit eingebaut. Ihr seht, hier sind so Villager wie der Bernd Bulette, die hier euch teure, überteuerte Essenssachen verkaufen. Oder der Gabriel Banane im Wassershop. Die Namen sind legendär. So, hier geht's weiter. Wo man es machen kann. Wo bist du gerade, Josef? Snowfield. Snowfield. Unser Battlefield. Gut, hinteren Teil haben wir hinter uns gelassen. Ihr habt es hier gerade gesehen. Und jetzt geht's an unser erstes wirklich strategisches Action-Game, was wir gebaut haben. Hier haben wir nochmal so ein Pausenplateau. Und hier könnt ihr schon auf Snowfield schauen, was ein ganz besonderes Spiel ist. Hat uns sehr viel Freude bereitet. Und wie funktioniert das, Josef? Klickidi-klick. Und also wir haben, wie du schon gesehen hast, eine Anlehnung an Mario Kart. Und das ist jetzt eine Anlehnung an Battlefield, so ein bisschen Fortnite-Startmäßig umgesetzt. So, wir werden hier gleich auf die Insel gelauncht und es geht darum, den Gegner zu eliminieren. Du hast eine Bossleiste, du hast eine Health-Leiste unten mit Prozenten und musst jetzt versuchen, mich mit Schneebällen abzuwerfen oder mit TNT zu sprengen. Beide Sachen findet man auf der Insel. Los geht's. Das ist quasi immer so ein schönes Taktik-Game. Genau, da kann jeder so gucken, wie er es macht. In der Mitte gibt es, wie gesagt, die Schneebälle, die gibt es nur in der Mitte und der Gegner sollte möglichst viel Damage kriegen, dass er hier natürlich dann irgendwie auch zu Schaden kommt. Man kann da oben noch ins geheime Labor gehen. Da ist, glaube ich, gerade der Josef, wenn ich das so richtig sehe. Und sobald man hier zum Beispiel auch das Wasser an der Außenseite berührt, ist man dann direkt raus.
Es gibt hier viele Geheimgänge, viele Besonderheiten, die man beachten kann. Da hat er sich versteckt. Wenn das... Wow! Wie groß ist denn der Radius gewesen? Okay, ist man immer wieder selber überrascht, wenn man hier spielt, muss man gestehen, das ist schon... Ja, vor allem der TNT zieht sehr ordentlich. Also, ja, 40% vom Leben. Oha. Das ist richtig gut. Ja, nur, es gibt hier keine Blöße. Der Josef. Ja, okay, da trifft er uns nicht. Mal gucken, wir machen, wie gesagt, 6% Schaden oder 10% Schaden pro Treffer. Oh, und wenn man runterfällt, gilt das natürlich auch als Treffer. Ja, also alles sozusagen, wo der Spieler Damage bekommt, hat er als Treffer. Das heißt, man sollte hier auch nicht vom Baum einfach runterhüpfen, sondern sich halbwegs gut überlegen, wie man sich bewegt. Alter, Josef, wie viel TNT hast du denn? Genug. Okay. 7% zieht er. Okay, das ist schon viel. 7%. Man sollte, wie gesagt, auch aufpassen hier mit dem Wasser. Da gibt es auch die ein oder andere lustige Konstellation, wie man den Gegner da rein jeten kann. Ja, Wasser ist Instant Game Over. Genau, also dass man die Insel hier nicht verlassen kann. Spiellimitierung auf 5 Minuten. Nach 5 Minuten wird das Spiel abgebrochen, einfach damit es nicht ins Unendliche läuft. Meine Güte hier. Ah, jetzt hat er hier aber. Oh! Ja. GG, haben wir den Josef erwischt und damit das Spiel hier auch gewonnen. Das war dumm, Janus. Achso, dann hätte ich, stimmt, ich wäre automatisch raus. Ja, du hättest warten müssen, es hat keiner gewonnen. Okay, jetzt hat keiner gewonnen. Es hat jetzt gerade keiner gewonnen. Janus ist leider rausgegangen zu früh, selber schuld. Okay. Selber schuld. Okay, genau, Geisterbahn ist noch im Bau. Genau, da können wir schlecht wieder zeigen, weil die ganze Soundkulisse ist weg. Dann lass uns mal das Neueste angucken, was wir hier gerade am Bauen sind. Ich mach mal Engine 1.0 wieder an, okay? Genau. Also, das ist jetzt gerade ein Projekt, was im Bau ist hier vorne. Die Tutorial-Kurs. Nicht wundern, das hier war mal ein Spiel TNT Run, den haben wir deaktiviert. Der war ein bisschen sehr gefährlich. Und hier bauen wir jetzt ein echtes Mini-Golf-Paradies mit 18 Bahnen bzw. 18 Löchern, die ihr hier spielen könnt zukünftig. Und dafür hat Josef eine ziemlich, ziemlich geile Engine programmiert, die wir hier jetzt mal im Tutorial-Kurs einmal spielen können. Alle Level werden wir nicht spielen. Da könnt ihr euch nochmal die Folgen zu anschauen. Josef, welchen Knopf musst du? Knöpfchen drücken. Zack, ihr seht, dann kriegen wir jetzt hier auch so einen Custom-Golf-Schläger. Beziehungsweise so einen Putter. Ich muss weiter weggehen, damit ich den. Ja. Okay, perfekt. So, jeder von uns hat jetzt eine Scorekarte ja. Und einen Putter. Ja. Und kann ich spielen. Das ist Minigolf. Also, pass mal ins Buch rein. Ich nehme mal die Ehre. Genau. Ball ausrichten und auf den Kreis Rechtsklick machen. Je häufiger man Rechtsklick macht, desto schneller ist der Ball. Oh, das ist. Knapp. Knapp. Ja, genau. Und Ziel ist es natürlich, mit möglichst wenig Schlägen den Ball und ins Ziel zu packen. Das Ganze wird dann auch in der Scorekarte entsprechend verbucht. Genau. Sehr, sehr coole Sache. So, mal schauen, wie wir es jetzt hier machen. Zack, ihr seht, ich tue es rein. Und jetzt gucken wir mal, ob wir den Josef hier mit dem Hole in One direkt hier überwinden können. Ah, nicht ganz. Nicht genug Kraft gehabt. Da muss ich mich noch mal ein bisschen dran gewöhnen hier. Zack, aber auch zwei Schläge. Das wird jetzt hier, ihr seht's. Wir können noch einmal hier die vierte Bahn machen, damit man einen Eindruck bekommt. Ins Buch geschrieben hier, Bahn 1, so und so viele Schläge. Und jetzt machen wir nochmal die vierte Bahn. Ja, du hast die Ehre. Zack, nicht wundern, das ist jetzt hier doppelt von mir. Hier haben wir halt dann auch noch, okay, das ist noch ein kleiner Bug. Ja, 1.0 Engine Bug. Wir müssen gerade meine neue Golf Engines programmieren. Genau, ihr seht's aber schon, bei manchen Bodenbelägen haben wir sozusagen auch die Möglichkeit, dass wir custom-mäßig sozusagen die Geschwindigkeit verändern können. Mit Sand wird man natürlich langsamer, aber so kann man die Strecken gestalten. Wir haben ja schon, wie gesagt, einiges vorbereitet. Wollen wir kurz die anderen Stages zeigen, ohne die zu spielen, Josef? Dann können wir uns die zumindest einmal anschauen. Also. Danach nochmal die zweite. Was wir noch vorbereitet haben, ist die zweite Strecke. Genau, das ist die hier. Wie sieht's aus? Die haben alle ein Custom-Biom. Hier größere Strecken, größere Hindernisse, die man machen kann. Und Golf 7 haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ne? Genau, das Ende haben wir dann nochmal programmiert. Da ist eine sehr, 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 sehr schwierige Strecke dabei. Auch eine sehr coole. Das ist unmenschlich, was hier Janus verlangt. Aber gut, die Strecke ist wirklich fies. Also. Ja, da haben wir, wie gesagt. Ekelhaft. Einiges Cooles schon für gebaut. Ekelhaft, Erdbeerkäse. So, weiter geht's. Dann lass uns kurz zum Geisterhaus nochmal fliegen, Josef.
Man kann von außen mal gucken, aber wie gesagt, von innen wird es sich nicht lohnen, weil einfach die ganze Technik steht. Ja, das wird erst mit der 1.17 kommen. Ist ein sehr, sehr geiles Geisterhaus, was wir hier gebaut haben. Und hier hatten wir schon drinnen eine Technik eingebaut, mit der wir sozusagen eine animierte Geschichte erzählen. Ich starte sie jetzt mal nicht, ich fliege sie mal durch. Und hier drinnen haben wir dann mit verschiedenen Figuren, ihr seht das hier, und unseren schönen Sprachaufnahmen eine gespannte Geschichte erzählt von dem bösen Lord, der hier die Arbeiter ausbeutet. Und da hatten wir echt viel aufgenommen. Aktuell ist es deaktiviert, weil wir hier ein bisschen auf die Sounds bzw. die Rechte der Musik achten müssen, wenn wir es euch zum Download anbieten. Genau. Das wird genau. Mit der 1.17 dann... Dafür haben wir diese eigenen Sounds, die wir jetzt quasi machen, wo, noch wo mal überarbeitet. Wir die Kaisern engagiert haben, die zu machen. Ich teleporte dich, okay? Ja, mach das mal. Wir sind wieder zurück beim Eingangsplateau. Und ja. Hier ist ein Dings, was so ein bisschen Abenteuerweg sein soll. Craft Attack Abenteuerweg. Und hier sollen ein paar Anspielungen aus Craft Attack später entstehen. Vieles noch nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass wir schon hier einen kleinen Parcours genießen können. Aber das soll so wirklich so alles Mögliche sein. So Parcours und Infos, einfach allgemeine Informationen über Minecraft. Mach von der Seite, ich von der anderen Seite. Okay. Man kann den Parcours in beide Richtungen spielen. Ihr seht, die Sachen ploppen auf und gehen dann unter einem kaputt. Schlecht. Und sobald man hier ins Wasser fällt, kommt die entsprechende Soundmeldung, dass hier alles schlecht bzw. nicht gut ist. Und so kann man dann hier durchlaufen. Josef und ich sind nicht hier die Jump-and-Run-Experten. Ich denke, das Prinzip sollte aber klar sein. Auch noch ein Projekt, was gerade im Bau ist. Und jetzt, würde ich sagen, Josef, fahren wir mit der allseits berühmten Bergbahn. Die Bergbahn. Also die Bergbahn für die gute Bergbahn, die sich hier nicht auskennen. Hier kann man sich reinsetzen und dann kann man hier ganz entspannt nach oben fahren, denn wir haben natürlich noch oben ein schönes, schickes Aussichtsplateau, ein schönes Aussichtsplateau, womit man fahren kann. Josef, ich fahre mal damit nicht, das ist ein Stückchen, wir können den Josef mal zuschauen, aber die Bergbahn bewegt sich hier perfekt dann an unseren Halterungen. Du kannst ja jetzt mit dem anderen Minigamer fahren. Die wir gebaut haben, genau. Und wir fahren mal die andere Bahn, die man hier nutzen kann, und zwar haben wir hier noch die typische Sommerrodelbahn gebaut, die man hier natürlich auch gut fahren kann. Hier haben wir schon Kandidaten, die jetzt gerade hier drinnen sitzen geblieben sind, wie zum Beispiel der Josef, der hier die Strecke entlang fährt. Und dann warten wir jetzt mal hier drauf. Zack, nehmen Platz und können hier die allseits beliebte, allseits bekannte Sommerrodelbahn fahren, mit der man hier auch eine Menge Spaß hat, während der Josef da oben, ihr seht schon, mit der Bergbahn Stück für Stück nach oben fährt, nach oben fährt, nach oben fährt. So. Die Bergbahn deformiert sich bei mir gerade ein bisschen, weil einfach die... Das ist leider sehr unperformant programmiert. Wir haben leider Custom Model Entities viel zu spät entdeckt. Man hätte die in einem Model gemacht müssen und es ist nicht so ein Gelegge wie jetzt gerade. Ja, ihr seht's. Also, ihr könnt es ja auch schon hier ahnen. Mit der ganzen Technik, die hier drin ist im Freizeitpark, ist das echt viel. Da fährt der Josef jetzt entlang und wir fahren hier einmal die Sommerrodelbahn nach unten und los geht hier die wilde Fahrt. Hier oben ist das zweite Plateau, das große Aussichtsplateau, wo man dann nochmal von oben hier auf den Park runterschauen kann. Und wir haben hier noch ein paar Custom-Mods mit eingebaut, beziehungsweise Fahrer mit eingebaut, die hier entlangfahren. Haben wir so einen schönen S-Turn. Und dann, zack, geht's hier mit der wilden Fahrt entlang. Hier einmal durch die Spirale des Todes und dann hier rum. Und dann haben wir gleich auch schon wieder den wilden Mauspart so ein bisschen mit drinne, den man entlang fährt. Und dann kommt man hier auch unten ganz entspannt, locker und flockig hier im Tal mit an. Also sehr, sehr coole Sache, die man hier machen kann. Viele Fahrgeschäfte hier so ein bisschen durchgeschüttelt. Und Josef, willst du mich gleich einmal, wenn ich unten rausgekommen bin, nach oben aufs Plateau teleportieren? Dann können wir nämlich einmal da runterschauen auf einen weiteren Bereich, den wir aktiv bearbeitet haben. Oder ich fliege mal kurz hoch. Hier, so geht's schneller. Zack. Okay, das war der Josef, den es hier erledigt hat. Selber schuld, okay. Genau, hier haben wir nochmal so einen kleinen Aussichtspunkt, wo man hier runterschauen kann, den wir mit hier eingebaut haben. Und dann kann man jetzt hier den Abenteuerweg nach oben gehen zukünftig. Oder hier runtergehen. Josef, das hast du ja, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Neu hinzugekommen hier. Neue Wege. Und dann haben wir hier unsere hängende Achterbahn. Da hängt man drunter, die ist noch nicht ganz optimiert. Sieht aber, glaube ich, schon mal ganz cool aus, wenn man das sieht. Mit echtem Looping in Minecraft. Ja, ich muss mal gucken, ob ich die gestartet kriege. Ja. Ich versuche doch mal eben, wie war das nochmal? Mal schauen. Mal gucken, ob wir es starten können. Dafür haben wir auch ein Custom Model sozusagen hier im Einsatz gehabt. Ja, gib mir eine Sekunde, Mem. Manchmal mit Glück ist es da. Aber warte, ich schaue gerade mal von außen. Wir haben hier
Ja, Bahn läuft. Okay. Wir haben ja gesagt Spiralen, Einsteigen. Loopings. Die ist aber noch nicht, die ist auch noch nicht optimiert. Ich Ja. glaube, ich werde die auch noch mal neu machen. Ich bin noch nicht so ganz glücklich mit der Bahn. Okay. Während wir diesen Freizeitpark machen, bin ich ja auch besser geworden mit Command-Blöcken und ich würde, glaube ich, vieles viel anders machen. Und Ja. die muss ich nochmal komplett neu machen, die Bahn. Von der Technik. Genau, hier wird man jetzt zum Beispiel mit einem Boost rausbeschleunigt werden, da kommt noch irgendeine Musik und dann zack, wird man hier nach oben geschossen. Das Schöne an der Bahn ist, die ist unabhängig sozusagen von den Minecarts. Das funktioniert jetzt hier alles eher mit einer anderen Redstone-Technik. Deswegen sind wir auch so ein bisschen offset an einer oder anderen Stelle. Aber man fährt dann hier die Strecke entlang mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Die können wir selber einstellen. Ihr seht schon, je nachdem da, wo es steil ist und wo es nicht steil ist, ändert sich die Geschwindigkeit. Man fährt hier gemütlich durch, kommt hier gleich dann an den zweiten Boost. So. Hier einmal entlang und dann kriegt man gleich noch mal einen richtigen Geschwindigkeitsschub. Oh Mann, ich erinnere mich noch, das war eine Freude, die ganzen Eisenbahnen hier zu setzen, Josef. Oh ja. Und dann wird man hier noch mal hochgeschossen auf die Spirale des Todes. Zack. Und dann geht es hier gleich in den Looping, den wir mit eingebaut haben, sodass man auch einen echten Looping hier in der Bahn hat. Natürlich werden wir da nicht auf die andere Seite geschleudert, das geht natürlich in Minecraft nicht. Aber man kann zumindest hier, whoop, einmal rumfahren und dann ist die Bahn hier so gut wie zu Ende. Man macht nochmal einen kleinen Schwung und kommt dann hier wieder rein. Und damit haben wir hier auch unseren Hanging Coaster soweit einmal vorgestellt. Also auch das wird hier von der Technik und von den Details noch fertiggestellt. Optisch steht das schon halbwegs. Hier soll nachher Erinnert noch. ihr euch noch an die Marmeladenoma? Jetzt wird Genau. spannend, Leute. Jetzt wird spannend. Das ist jetzt das vorletzte Element. Die Wildwestern-Show zeigen wir gleich nochmal ganz zum Schluss. Das hier ist ein Bereich, Josef. Da haben wir uns viele Gedanken gemacht, ne? Das hier ist jetzt unsere Mittelalterburg. Hier gibt es ganz, ganz viele Specials. Wenn man hier zum Beispiel hingeht, öffnet sich das Tor. Hier sehen wir sie nochmal. Wir haben einen Kerkerbereich. Man kann von Wachen hier raus begleitet werden, wenn man hier nicht artig ist. Hier gibt es ein kleines Gefängnis, also wenn man kein Geld mehr hier auf dem Konto hat. Und jetzt gehen wir mal rein. Und wir haben hier drei Attraktionen, wovon zwei laufen. Wir haben einmal so einen Mittelaltermarkt, den wir hier reingesetzt haben. Ja, es wird eine Tiost hier später geben. Auch hier bin ich leider mit der Technik nicht so mehr zufrieden. Aber das ist schon wie dieses Entity-Collision-Ding, was leider Ja. mit der 1.16 kam. Ne, wir haben ja schon Ja. 1.15 das alles hier gebaut. Ne? Ja. 1.16 hat das so ein bisschen kaputt gemacht, das Collision-Verhalten von Entitäten. Und ich hoffe, dass ab 1.17 das wieder läuft, damit wir das abhaken können. Genau. Aber zwei Games laufen. Lass uns mal erst den Jumpen, lass uns mal erst genau dieses Genau. Game da unten machen. Genau. Den Also bei der Parcours. Tjost, nur für die es interessiert, man reitet mit zwei Pferden auseinander und muss möglichst viele Treffer dazu bekommen. Und jetzt gehen wir nochmal in ein schönes Game. Das kennt ihr vielleicht unter dem Namen Temple Run. Und das, Josef, ist, glaube ich, eins meiner Lieblingsgames, muss ich mit sagen. Ja, das ist ziemlich geil gemacht. Was man machen muss, ist, man läuft und läuft und läuft. Oh, hier ist schon die Musik am Laufen, Josef. Ja. Perfekt, hier ist sie schon eingebaut. Und man darf. Das ist aber nicht Kaysan, ne? Okay, das ist noch Schlecht. die YouTube-Musik, die wir haben. Okay, wir machen es nochmal. Ich Das muss ist nicht auch. die YouTube-Musik, das ist Minecraft-Musik. Ey, oder Minecraft-Musik, die wir mitverwenden dürfen. Banane. Okay, ich kann hier einfach weiter vorlaufen. Das Ziel ist Schlecht. es. Ich sollte nicht sprinten, wenn ich nach Gehen. vorne laufe. Gehen. Gehen. Und wichtig ist, dass man nirgendwo hängen bleibt oder nach oben sozusagen geschleudert wird. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Je weiter man geht, desto schneller wird man. Und hier haben wir, wie gesagt, ich. Schlecht. Okay, die ist ein bisschen sehr hart eingestellt, die Stage. Einen Versuch machen wir noch und dann gucken wir mal, ob wir es haben. Theoretisch, Josef, kann man hier 9 Stages, glaube ich, durchlaufen, die alle verschieden aufgebaut sind. Und kommt dann damit ganz gut durch. So, jetzt Jetzt muss bin ich ich. dran. Okay, Mach jetzt ich ist das der mal? Josef Achso. dran. Dann schauen wir uns das nochmal hier von der Technik an. Zack. Jetzt kann der Josef hier durchgehen. Wir haben hier die 9 Stages sozusagen technisch Okay, gebaut. die Technik kooperiert gerade nicht. Und der Josef Was? fliegt hier direkt raus. Ich glaube, das liegt an den Ja, das Server Lags. bist du hier irgendwie im. Nee, nee, ich glaube, das sind die Server Lags tatsächlich. Oh nee. Okay. Mal gucken, ob es jetzt Jetzt klappt. läuft's. Jetzt läuft's. Ich glaube, nee, ich glaube, du bist gerade hier reingeflogen mit dem Kamera-Account. Das ist nicht gut. Okay, genau. Ihr seht's, hier haben wir jetzt eine Stage, die der Oh, Josef ich habe durchlaufen ein muss. Problem gerade. Oh ja, ich sehe nichts. Ich habe einen Shader drin. Der Shader macht es so dunkel, leider. Okay, ja. Also, Man kann sich ohne Shader geht's. vorstellen, das hier sind die Stages, die wir hier durchlaufen müssen. Die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Man darf nirgendwo hängen bleiben, man darf nirgendwo hoch gehen, man muss hier verschiedene Rätsel lösen und je Stage wird man, je länger die Zeitraum ist, desto schneller wird man und dementsprechend kann man hier, wenn man gut und flott dabei ist, einen sehr, sehr schicken, schnellen, guten Score aufstellen und hier möglichst viele Punkte sammeln.
Gut, Josef, das ist das Spiel. Ja. Dann und jetzt kommen wir zu einem Highlight hier. Das ist eine der schönsten Sachen. Und das läuft immerhin gut. Das läuft richtig gut. Und zwar das Kino mit der Marmeladenoma. Die hat das Ganze gesprochen. Wir haben hier ein 5D-Kino. Information, wir werden bald noch ein normales Kino haben, wo man einen richtigen Film gucken kann. Aber das hier ist ein interaktiver Film. Ja. Janus, ich würde den anderen Film sogar auch interaktiv machen, aber da würde ich es eher machen, dass man Entscheidungen treffen kann, aber dass es alles gescriptet ist, während hier der Spieler selbst zum Darsteller wird. Zum Darsteller wird. Und wir hören das einfach mal an. Einer von uns beiden wird es jetzt gleich. Wir sehen es dann zufällig. Ich würde es wohl machen und dann schauen wir mal, ob wir es haben. So, dann Josef, let's go. Starten wir es einmal durch. Und wir starten den Kinofilm in 3, 2, 1, let's go. Ach, so schön, die Musik. Heute erzähle ich euch ein besonderes Märchen, und zwar das Märchen Frau Wolle. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das bei seiner Stiefmutter lebte. Stopp, stopp, stopp! Die Schauspielerin ist nicht da. Oh nein, unsere Schauspielerin ist wohl nicht da. Dann muss wohl jemand aus dem Publikum diese Rolle übernehmen. Dafür wähle ich folgenden Spieler aus. Zufall? Also, jetzt noch einmal. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das bei seiner Stiefmutter lebte. Täglich musste sich das Mädchen auf der großen Straße bei einem Brunnen setzen und Banner spinnen, so viel, dass ihm allmählich die Finger anfingen, weh zu tun. Die frisch gesponnenen Banner stellte das Mädchen neben den Brunnen. Genau. Wir müssen hier interaktiv, wie der Josef das schon gesagt hat, auf den Anweisungen der Marmeladenoma müssen wir hier... Doch plötzlich fiel eines der Banner tief in den Brunnen und verschwand. Individuell arbeiten. Das Mädchen aus Angst vor der Wut der Stiefmutter aber sprang dem Banner nach, um es aus dem Brunnen zu holen. Zack, jetzt springen wir hinterher. Nach dem stürzenden Brunnen erwachte das Mädchen auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. Das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon längst ausgebacken. Da trat es zum Ofen und holte alles Brot aus ihm heraus. Ui. Und er isst das Brot. Ist ja tolle. Und er isst das Brot hier direkt. Komm. Dann ging es weiter und kam zu einem Baum. Der war voll Äpfel und rief ihm zu. Ach, pflücke mich, wir sind alle miteinander reif. Da fing das Mädchen an, die Äpfel vom Baum zu pflücken. Genau. Vielleicht nochmal als Hinweis, man kann das Rätsel natürlich gut und böse spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das Original kennt. Man kann auch die Pechmarie sozusagen sein, beziehungsweise das böse Mädchen sein. Je nachdem, ob man hier die Aufgaben zu vollster Zufriedenheit der Frau Wolle erfüllt, kann man jetzt hier alles richtig oder alles falsch machen und wird dann entsprechend belohnt. Wir zeigen jetzt mal die positive Variante. Und das Mädchen machte sich auf, weiterzugehen. So. Endlich kam es zu einem kleinen Haus. Daraus kam eine alte Frau. Die rief ihm zu. Ich bin Frau Wolle. Bitte hilf mir und dir soll es gut gehen. Das Mädchen, das eigentlich auf der Suche nach dem Banner war, unterbrach diese und half der guten Frau. Diese sprach, schon seit Tagen ist mein Bett kaputt. Oh nein, ohne Bett kann ich gar nicht meine Kissen ausschlagen und so in deiner Welt Schnee fallen lassen. Kannst du für mich ein neues Bett machen? Sofort schritt das Mädchen. Musik ist ein bisschen sehr laut, das muss nochmal pegeln, fällt mir gerade auf. Ja. Zack, das tut mir sehr leid, ich werde es nicht ändern. Zwei Eisenbahnen. Es dachte sich, dass man daraus, nachdem das Mädchen eine Schere gefertigt hat, nutzte diese um das Schaf. Mit der Schere erhielt das Mädchen vom Schaf herrliche weiße Wolle.
Zack, 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 zack. Ihr seht schon, wir müssen hier die Items sammeln. Das ist also wirklich ein das Mädchen Holzplanken, die zum interaktives Spiel. Genau, während Janus jetzt handelt, redet auch die Oma dazu. Genau. Zimmerte das Mädchen gekonnt zu einem Bett zusammen und stellte es in das Schlafzimmer von Frau Wolle. Ja. Zack. Die Frau Wolle dankte dem Mädchen für die gute Hilfe und führte es zu einem Tor vor dem Haus. Das Tor wird aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, sodass es über und über davon bedeckt war. Außerdem erhielt das Mädchen als das Banner, was es hergestellt hatte. Es war auch von Gold bedeckt und in schönster Form. Von diesem Tag an lebte das Mädchen glücklich und wohlhabend. Jedes Mal, wenn es schneite, dachte das Mädchen an Frau Wolle und die abenteuerliche Reise durch ihre Welt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Also, lieber Spieler, ich bedanke mich bei dir, dass du das so gut durchgespielt hast. Ich verabschiede mich von den Zuschauern und dir, lieber Spieler, wünsche ich viel Glück. Ja, mega, ja. Josef, das ist, muss ich jetzt einfach sagen, ich glaube, das ist immer noch mein Highlight. Es ist auch mein Highlight, Gänsehaut pur. Es also ist so, das, so schön. Ja, das muss man einfach sagen. Alter Falter, das ist richtig genial. Gänsehaut, wenn ich hier also, reingehe. Also, ohne Witz, davon will ich noch einen zweiten Teil eigentlich fast machen mit der Marmeladenoma. Das war so lieb. Ich weiß nicht, ob ihr die Marmeladenoma kennt, hier die Zuschauer. Einen Film mal machen. Also, da würde ich mal was überlegen, Janus. Dann machen wir einen richtigen Film. Ja. Der Film ist dann tatsächlich mit geskripteten Kamerafahrten, aber den würde ich auch teils interaktiv gestalten. Ja, das kann man machen. Aber, Janus, weißt du, wofür ich die Marmeladenoma tatsächlich vielleicht noch einspannen möchte? Nee. Sag es mir. Für eine Gruselgeschichte in unserem Geist. Vielleicht hat Lust, einfach mal uns eine Gruselgeschichte vorzulesen. Und das Ding ist, wir tun beim Geisterhaus so, wir machen es nochmal ein bisschen anders. War ja. Wir müssen das hier eh nochmal neu machen. Ja. Wir Geisterhaus so bauen, dass die Marmeladenoma uns eine Gruselgeschichte vorliest. Natürlich, am Ende sagt sie dann, es ist aber natürlich eine Geschichte und nichts davon ist passiert, aber dann können wir natürlich auch richtig gruselige Sachen stattfinden lassen. Oh ja, geil. Das finde ich cool. Der das richtig krass macht. So, und jetzt kommen wir zum Let's Ride. Yes. Programm. Hoffentlich vergisst du es nicht, die Musik einzubauen. Auch das ist, also das ist jetzt gerade so mein Highlight, muss ich echt sagen. Ja. Wir haben Sparko Phoenix als Synchronsprecher dabei, Musik von Kaysan. Ja. Und es ist so gut geworden. Janus? Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben eine Wildweststadt gebaut. Und hier ist das, ich glaube, das Spiel mit dem meisten Skill. Bereit? Ja. Go. Howdy, Sheriff. Willkommen in der Stadt. Zeig uns deine Schießkünste anhand der Targetblöcke. Das Zielwasser im Saloon getankt, oder wie? Oh Mann, die Sprüche sind so cool vom Spark hier. Etwas schlechter und ich hätte gleich den Honiggolem hingebaut. Man muss hier, wie gesagt, die Ziele treffen. Geht besser, Partner. Und je besser man in der Mitte trifft, desto mehr Punkte bekommt man. Hast du die ganze Woche nur Kaktus gegessen? Du kannst ja kaum die Knarre halten. Fackel nicht lange, schieß einfach. Josef, was mir noch aufgefallen ist hier, bei der Glocke gibt's noch keinen. Geht besser, den, gibt's noch nicht den Special Sound. Kommt noch. Etwas schlechter und ich hätte gleich den Honiggolem hingebaut. So, 1000 Punkte. Ich glaube, mein Rekord war irgendwo mal 22, 23. Du kannst ja kaum die Knarre halten. 1000 Punkte. Je nachdem, wie gut man trifft, desto mehr Punkte bekommt man. Ich glaube, perfekt in der Mitte gibt 3000 Punkte. Also schon. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Viel Skill, den man hier braucht, um hier ordentlich mit den Sogar Punkten eine Wüstenmaus kann besser zielen als du. Treffen kann. Etwas schlechter und ich hätte gleich den Honiggolem hingebaut. So, da hatten wir zum Beispiel jetzt 1700. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Und dann gucken wir mal. Fackel nicht lange, schieß einfach. Was wir hier mitnehmen können. Ja, die 10.000, die sollten wir noch schaffen. Sogar eine Wüstenmaus kann besser zielen als du. Hast du die ganze Woche nur Kaktus gegessen? Du kannst ja kaum die Knarre halten. Oh Mann, die Sprüche sind echt demotiviert. Das Zielwasser im Saloon getankt, oder wie? Volltreffer, Partner. Ah, 10.000 haben wir schon mal. 12.000. Nochmal gucken. Endboss. Santa Marias in der Stadt. Jetzt geht es um Geschwindigkeit. Ein Duell, nur ihr beide. Halte deine Waffe angespannt und drücke nachdem er schießt, so schnell du kannst ab. Deine Reaktionszeit bestimmt das Endergebnis. Jetzt!
Mal gucken. Bullseye. 120%. Nennt ihn auch Lucky Luke. Oh. Schneller als ein Schatten. Sehr cool. 17.000 Punkte. Das ist doch mega, mega gut. Ja, das ist die neueste Version. Ihr habt die Musik jetzt hier hoffentlich im Hintergrund gehört. Und damit, Josef, haben wir eigentlich auch schon fast alles gezeigt. Es gibt noch einen Ein- und Ausgangsbereich, vieles mehr, was noch kommen wird. Das sind jetzt 200... auch schon geplant. Also es ist tatsächlich... Ja. Ja, ich würde mal sagen, Janus, das Projekt hat jetzt, ich würde sagen, ein Drittel auf dem Buckel von allem, was passiert ist. Würde ich auch ungefähr sagen. 33% schreibe, aber ihr hört schon, 33% ist noch sehr wenig. Es ist noch wirklich viel zu tun. Wir werden die nächsten Jahre noch an dem Projekt weiterarbeiten und dann irgendwann, meine Damen und Herren, ist es fertig und dann haben wir ein Meisterwerk. Ja, ich denke auch. Es ist jetzt ziemlich genau eine Stunde lang das Video. Ihr seht, das war eine Menge Arbeit. Man hätte vieles noch im Detail detaillierter zeigen können. Wenn ihr die Folgen noch nicht dazu gesehen habt, schaut sie euch gerne an. Megaprojekt. Bei Josef und bei mir gibt es die Folgen auch nochmal zum Nachschauen. Und ich sage jetzt nochmal ganz, ganz lieben Dank an Josef, der sich die Zeit genommen hat, hier 60 Minuten mit mir alles zu zeigen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Special gefallen. Für viele, die noch nicht dabei waren, haben wir hoffentlich alles kennengelernt. Und ich bin gespannt, was euer Highlight ist, was wir hier noch bauen sollen. Und sage jetzt hier an der Stelle Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss.